Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Kenner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Leon an. Dieser hat über Telegram geschrieben, welches er mit 4,7 Sternen bewertet hat. Wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Nach der Übernahme von WhatsApp durch Facebook suchen immer mehr Menschen nach einer guten Alternative zu WhatsApp, da sie Angst um ihre persönlichen Daten haben. Die WhatsApp-Alternative. Ich möchte heute mit euch meine Telegram-Erfahrungen nach meiner Meinung nach die beste Alternative zu WhatsApp teilen. Der Telegram-Messenger stammt aus Russland von den Brüdern Nikolai und Pavel Durov. Ich habe bis jetzt nur gute Erfahrungen gemacht, denn neben einem modernen und schlichten Design sowie der flotten Performance bietet der Dienst auch eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bei geheimen Chats an. Die Nachrichten laufen dort nicht über die Server, sondern kommen direkt beim Empfänger an. Nicht einmal Telegram selbst kann diese laut eigenen Aussagen einsehen. Zudem kann man in geheimen Chats auch eine Selbstzerstörung der Nachrichten aktivieren, wie beispielsweise bei Snapchat. Das heißt nicht, dass normale Chats nicht sicher und von jedem mitgelesen werden können. Geheime Chats kann man nicht von anderen Endgeräten aufrufen und generell ist jeder Chat sicher verschlüsselt. Besonders viel Spaß bereitet die Vielfalt an Stickerpaketen zu unterschiedlichen Charakteren und Themen, wie zum Beispiel Breaking Bad, Rihanna oder Rage Memes sowie die Integration von Bots. Bots können von jedermann selber entwickelt werden und können zum Beispiel mit einem Kurzbefehl nach Bildern suchen, dir Flugzeuge am Himmel in deiner Nähe anzeigen lassen oder dir Gruppenchats spannende Statistiken zeigen lassen. Außerdem kann man in der Bildersuche nicht nur zahlreiche Bilder durchsuchen und senden, sondern auch animierte GIFs verschicken. Doch nicht nur der Versand von Bildern ist möglich, sondern auch von Videos und Dateien jeglicher Art mit einer Gesamtgröße von bis zu 1,5 GB. Besonders gefällt mir, dass sich die Qualität der gesendeten Fotos und Videos nur minimal verschlechtert. Bei WhatsApp fällt einem bei genauem Hinsehen ein deutlicher Qualitätsverlust auf. Kostenlose Telegram-App. Ein riesiger Vorteil des Dienstes ist, dass man ihn auf jedem Endgerät nutzen kann, sogar in deutscher Sprache, ganz egal ob Android, iOS oder gar Firefox OS. Man kann die App auch auf jedem seiner Geräte gleichzeitig nutzen. Die Entwickler versichern einem, dass man den Dienst auf Lebenszeit kostenlos und ohne jegliche Werbeanzeigen oder Abokosten benutzen kann. Als Nutzer erhält man auch schnell Updates, welche auftretende Fehler beheben oder für andere Displaygrößen angepasst sind. Die einzige wirkliche Schwäche ist allerdings, dass es noch relativ wenig Nutzer hat. WhatsApp hat 900 Millionen aktive Nutzer pro Monat und Telegram kann nur niedrige 100 Millionen aktive Nutzer pro Monat aufweisen. Stammt März 2016. Ich habe die App all meinen Freunden und Verwandten empfohlen und schreibe nur noch dort mit ihnen. Mein persönliches Fazit zum Messenger ist, dass ich jedem weiterempfehlen kann, nur vor allem Personen, die nach einer guten WhatsApp-Alternative suchen. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so unterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.